Okay, aber wir haben gemisst. Ich glaube, dass das eine ganz gute Attacke ist, hier dieses Smog-Dings. Der hat da wirklich... Also wir haben da echt Probleme, jetzt durch die Defense zu kommen. Aber letztendlich hat es doch geklappt. Wir teilen uns jetzt zwar die XP hier durch extremst viele Pokémon, aber sei es drum. Wir bleiben erstmal auf Tuffimotte, weil das einigermaßen gut geklappt hat. Wir kriegen es natürlich, es war mir eigentlich was klar. Aber wir gucken mal, was wir da so machen können. Self-Destruction, oh, na toll. Oh, na toll. Scheiße. Warum denn unbedingt das? Mistvieh. Na gut, dann muss die Geheimwaffe wieder herhalten. Aber ist egal. Geht nicht anders. Psy-Beam. Oder Psy-Beam. I don't Knopf. Okay, One-Hit. So ist es schön. Oh Mann, ich freue mich schon richtig auf meine Psyana. Ohne Mist. Ich habe so das Gefühl, dass das noch richtig viel Action bringt. Okay. Von hier aus müssen wir jetzt allerdings erstmal wieder ein bisschen mit dem Antidote give so und... Ach ne, use. Use ist es, oder? Ich raff es, ich werde es in meinem Leben nicht raffen, glaube ich. Naja. Machen wir das so. Wo ist die Beere? Hat es die Beere jetzt gegessen oder ich... Ach, ja, egal. So, jetzt machen wir hier nochmal Hyper Potion hier drauf. Hier drauf. Okay. Und nochmal auf Shadow. So geht's doch wieder. Und ich denke mal, wir müssen jetzt zwangsläufig wieder zurück, weil es nicht anders geht. Wir kommen da ja nicht rum. Und ich meine, bei dem hier wäre ich auch schon mal gewesen. Jetzt haben wir den einen Typen aus den Augen verloren. Also praktischerweise müssen wir einfach auf irgendjemanden warten, der hier neu reinkommt. Und dann können wir dem einfach hinterherlaufen. So, mit der haben wir aber auch schon gesprochen. Die kenne ich doch. Und das hier führt wieder in denselben Raum. Hm, naja. Ach, ist das alles verzwickt. Und es gibt ja auch weit und breit anscheinend keinen Anhaltspunkt, der mir irgendwie sagt, wo ich hin muss. So haben wir gegen den schon gekämpft. Höchstwahrscheinlich, oder? Ja, haben wir. Hier geht's nicht weiter. Ach man, eventuell muss ich jetzt wirklich immer langsam googeln, weil das bringt ja nichts. Wir können uns ja nicht über 3 Folgen nur hier in dem Turm aufhalten. Nur weil ich das nicht raffe. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist bestimmt hier durchgegangen. Alter Mann. Ach, du kannst auch schon... Warum? Oh, verdammt. Hm. Haben wir den schon kaputt gemacht? Anscheinend. Da ist der Glatzkopf wieder. Der bringt uns ja nicht weiter, weil der kann schon über die Türen springen. Das heißt, er ist uns schon mal eins voraus. Das hier bringt nichts. Wo sind denn die besagten Portale, die anscheinend zu 2 Sachen führen? Bist du es? Nein, bist du nicht. Haben wir gegen dich schon gekämpft, mein Freund? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann werden wir das erstmal tun. Der hat wahrscheinlich wieder die normalen Standard-Team Rocket Pokémon dabei. Das ist eigentlich ganz gut. Oder? Oh ja, okay. Das ist nebenbei das Pokémon, was Jesse später hatte, ne? Zuerst hatte es ja dieses Arbok und dann wurde es zu Rattan. Ne, andersrum, weiß ich nicht mehr genau. Ich meine, umgekehrt, wie hieß das auch? Natter und Boa, glaube ich, ne? Ich meine, so wäre es gewesen. Wir probieren die Quick Attack. Critical Hit, so mag ich das. Okay, du machst Scratch, ist das effektiv? Okay, das war ein Debuff. Ich dachte, Scratch wäre eine Attacke, oder? Oh, fuck, das war jetzt aber nicht so ganz geil. Also da fand ich den einen, ehrlich gesagt, besser. Naja, machen wir mal mit Biss. Da kommen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr durch und wir beenden das Ganze jetzt mit der Quick Attack. Das sollte im Bereich des Möglichen liegen und ist es auch. Schön. Und der hatte sogar nur ein Pokémon.
Wir haben bald ein Level Up nebenbei und da bin ich mal gespannt. Ich guck nochmal, spaßeshalber. Okay, Happiness noch immer bei 80, aber immerhin, ne? Geht hier noch was? 54 schon. So, ich werde mal durch das Portal schreiten. Nochmal zurück. Denn jetzt kann ich nämlich hierher. Eventuell bringt mich das nämlich weiter. Das ist so ein Trick von mir, den... Oh. Ich habe eine Keykarte gefunden. Das ist das bestimmt, was er meinte mit dem Hin und Zurück, oder? Okay. Gucken wir mal, wozu die Keykarte nützlich ist. Das heißt, wir gehen erstmal wieder hier zurück. Und spaßesweise werde ich einfach mal hier... Ja. Ja. Oh, man. Da hat mich der Geistesblitz aber getroffen. Das ist unglaublich. Hier ist der kaputte Roboter. Okay. Und das da oben sollte Giovanni sein. Und wie kommen wir da am besten hin? Von hier aus gar nicht. Aber ich bin noch guter Dinge, dass wir es jetzt schaffen. Wir haben die Keycard, das ist die halbe Miete. Aber hier wollte ich nicht hin. Da können wir was aufmachen. Da können wir was aufmachen. Wir können was aufmachen. Und. Wo bringt... Ach, da waren wir schon drin. Das bringt uns da überhaupt nicht weiter. What? What the fuck? What the f... Was war das? Naja, egal. Gucken wir erstmal hier rein, hier in dem S-Gelände. So, da haben wir auf jeden Fall noch einmal ein paar Pokebälle, die wir uns stibitzen können. HP ab. Nicht schlecht, das können wir aber eventuell dann für ein Pokémon benutzen, was sowieso gute HP hat, glaube ich. Ich denke, das ist da am besten aufgehoben, oder? So, upsala, falsche Taste. Hier waren wir natürlich auch schon. Ich probiere mal was... Nee, ich habe gerade gedacht, ob wir vielleicht mit dem Aufzug höher kommen, also... Aber wir kommen dann genau dahin, wo wir gerade waren, von daher bringt das nichts. Aber ich bin mir total sicher, dass wir mit der Keycard noch extrem viele Sachen machen können. Wie zum Beispiel diesen Jungen befreien. Hallo. Okay, wir haben denn sicherlich gerade das Leben gerettet. Hoffe ich zumindest. So. Hier können wir noch was aufmachen. Sesam, öffne dich. Und was hast du Schönes? Protein. So, werden wir nochmal... Okay, wir müssen es ja früher oder später sowieso machen. Ach, du willst mir nur was erzählen? Okay. Ich dachte, jetzt gibt es wieder so eine Elektro-Pokémon-Fight. Da habe ich ja persönlich wenig Bock. Guck mal, hier können wir jetzt rein. In die Lagerhalle, wo wir früher nicht durchkamen, oder? Okay, gut, dann gehe ich erstmal hier rein, weil von da aus können wir nochmal die Tür aufmachen. Dann haben wir zumindest schon mal einen Pokéball, den wir noch kriegen können. Den nehme ich mir mal mit. So, hier haben wir Hyper Potion, immer gut. Und jetzt gucke ich erstmal hier rein. Was? Wayne? Wayne, was machst du denn hier? Das kommt mir mal so gar nicht gelegen eigentlich. Aber ich nehme mal stark an, dass wir hier richtig sind. Also ich meine, wenn Wayne da ist, dann sind wir sicherlich richtig. So, Wayne interessiert, zeig mal deine Pokémon. Ja, Alter, hoffentlich verkacken wir jetzt nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht erstmal Tuffimotte nochmal irgendwie regeneriert. Naja, egal, jetzt geht's ums Ganze. Oh, du hast schon einen Tauboss. In einem richtig krassen Level sogar. Na, dann beiß ich erstmal drauf. Dann gucke ich erstmal, wie denn der Tauboss so schmeckt. Anscheinend nicht so ganz gut. Und, oh, verdammt. Wir probieren das nochmal. Ah, verdammt. Nee. Glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir hätten jetzt Tuffimotte gut gebrauchen können. Scheiße. Dann probieren wir mal mit Simsala. Heißt der mittlerweile Simsala? Abracadabra, genau. Mit Simsala hier ranzukommen.
Mach weg. Mach's weg. Einfach nur weg. Oh, nein, scheiße, es ist noch da. Was? Was hab ich denn gemacht? Ich hab das gar nicht gemacht. Ich war das gar nicht. Egal. So ist gut. Hat ja geklappt. Ich war das nicht, aber ungefähr so stelle ich mir einen guten Kampf vor. Hm. Naja. Auf jeden Fall entwickelt. Takedown? Was zum Teufel ist Takedown? Eine Normal Attack machen wir hier rein. Okay. Okay. Jetzt hätte ich nochmal so eine Frage. Bezüglich meines Evolis, was mittlerweile auf... Dingens. Welche Stufe war es noch gleich? 42. Warum muss ich noch über 80%? Echt? Mist, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, ehrlich gesagt. Scheiße.